Rein zu Onerswurf. So, da war schon der nächste, verlangt er wieder 50 Gold wegzahlen. Raoul! Was willst du? Der klingt sehr nett. Das wird sich nie ändern. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Ich habe mir das schon gedacht. Viel Spaß. Sag mir nicht, du hast das nicht. Okay, das war's. Was willst du? Meine Meinung will ja keiner hören. Ich will mich Lee anschließen. Wenn er das nicht sieht, Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Nicht, du hast das nicht gewusst. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Ich mag ihn lieber mehr als Silvio, das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube eh. Warum? Was willst du? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Hau drauf! Hau drauf! Ah, verdammt, aber der ist machbar. Genauso wie alle anderen Banditen oder so, ne? Was so eine schlechtere Rüstung haben. Was? So. Ich glaube... Was? Ich bin wohl... Oh mein Gott. Ein Kampf. Die hauen sie... Alter. Wo hast du das denn schon wieder? Parier doch! Na, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr werdet... Wir haben von dieser Seite anreden. Hey, du! Was? Ich kenne sowas. Das ist genau... Ich bin... Die Haut... Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das gibt's doch nicht. Ah. Wie kann man so viel Glück haben und hey, immer kritisch treffen? Hey, du! Ich hab das nicht glauben. Ich glaub... Was? Das ist... Ich bin... Man weiß... Die Haut... Pass auf! Pass auf! Na? Oh. So. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wir speichern und warten, bis er aufsteht. Ich hab's nicht gehört. Jetzt mal das gebratene Fleisch da. Ja, das hat also werden wir den Berlin hochheilen. Das hätte er auch selbst. So, der nächste, was wir vermöbelt haben da. Kommt nur auf die Kraft an. Also komm ich nicht so. Darüber reden wir noch. Können wir gerne machen. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Ich will auf den. Hast du das gegen nicht mehr? Keine Ahnung, sag du es mir. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Sehr gut. So funktioniert das doch also. So, Raoul hat nichts dagegen, dass ich mich den Söldnern anschließe. Gut. Also, ich verstehe schon den Weg, wie man da den Hof anschließen kann. So, Gunnar, warum sagt mir der Name was? Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Glaubst du wirklich daran? Ich wollte da schon längst die Folge beenden. Ich werde die Folge jetzt nicht beenden, sondern werde es so cutten.
Ja, es ist eh schon spät. Mehr, man noch glauben kann. So, Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Ich hätte das anders gemacht. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Mhm. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Von mir hatte das nicht. Okay. Der ist gerannt. Ich erinnere mich aber gar nichts mehr. Gut. Davon lasse ich. So. Keine Zeit. Dann schauen wir mal da rein. Er hat auf die falschen Leute gehört. Da kann man sich drauf verlassen. Hört das wem? Hört keinen. Oh, da ist auch keiner drinnen. Okay. Gut. Elena? Ah, Wolf! Elena. So, Bauer. Rennen wir mal mit dem Rott. Hey. Alles klar? Alles klar. Was willst du, Wurst, denn von mir? Ach Gott, also die sind ja alle unfreundlich. Wie sieht's aus? Das geht dich nichts an, Schwächling. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Den kann ich auf jeden Fall nicht vermöbeln, weil der schaut eine bessere Rüstung. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Was wird man denn? Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Bisschen Lobgas. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Etwa so? Weg mit der Waffe! Da hast du mich wohl dran gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel. Bist du schlecht? Ich sag dir, weg mit der Waffe. Tja, dann bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer. Du hast es so gewollt. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. So. Hier hast du sie. Hier hast du sie. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Okay, gut. Das heißt, den haben wir mal nicht zusammenschlagen müssen. Kannst du mir jetzt das reinbringen? Ich bin zwar kein schlechter... Okay. Warte mal, was? Das ist neu. Ich will mich im Kampf mit... Ah, okay. Gut, das habe ich also übersprungen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Naja, du kannst ein ordentliches Schwert führen. Den Rest wirst du noch lernen. Meinetwegen kannst du mitmachen. Super, wir haben nächste Stimme. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich will mich... Naja. Okay. Ende. So. Hä? Meine Meinung. Alarm! Geht dann so, wenn... Ihr hört nicht gehören, klar? Wenn ich gerade Feuerwehr-Outfit gestohlen habe. Okay, sollen wir jetzt vermöbeln, solange keiner mehr Gold wegnimmt. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Danke für das Gold! Fick dich. Warum greifen wir die jetzt da an? Das ist dumm. Es kommt nur auf die Kraft an, also komme ich nicht zu. Ah, weil ich vorher. Man darf halt nicht alles glauben. Die Waffe gezogen haben für die Quest. Okay, hey. Das ist richtig doof. Pass auf. Was ist das? Machen wir das schnell nochmal. Wenn wir den Söldner anschließen. Ich bin stark genug. Ich werde wohl Manieren beibringen müssen. Ich bin stark genug. Wette. Klar. Dann etwa so. Hier hast du sie. Na bitte, oh, hier hast du sie. Doch. So. Wir haben übrigens unsere Waffe getragen. Also, wurscht. Dann können wir uns dieses Mal anhören. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Cool.
Aber später, ja. Nicht jetzt. Oder was halt, ob wir in zwei Hände auch noch reingehen. So, und das noch. Das kennen wir jetzt wieder. So. Perfekt. Jetzt attackieren wir keinen mehr. So, Rotzstimme habe ich, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte. Und Lehrer auf Untershof, Basterkampf, achso. Lehrer? Mhm, okay. Kommen wir doch vielleicht etwas da, dass, man, dass uns der in zwei Hände ausbilden kann. Sudala, gut. Dann, da haben wir einen Wolf, den kennen wir noch. Alles klar? Hey, ich kenne dich, aus der Kolonie. Mhm. Was willst du hier? So, euch anzuschließen. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Hätte wirklich irgendwie Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Ja, das war's aber. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazu gekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Du siehst ziemlich abgemagert aus. Es wird schon wieder. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast du ja noch mal Glück gehabt. So. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. Oh, können wir in der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste... Ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Könnte man Minecrawler-Rüstung wieder machen? Kannst du mir was beibringen? Bogen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Gut, da kannst du wieder was für... Was soll ich dir beibringen? Ja, gut. Wir haben ihn natürlich doch noch gefunden. So, und schon was nicht gefunden. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Wenn ich was habe, gib mir da Bescheid. So. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Kann ihn mal auch besser hier vorstellen lassen in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Warum habe ich eigentlich... Also, komm mir nicht so. Ist ja dümmel, das wissen. So. Gut, der Wolf. Wolf kann mir den Umgang mit dem Bogen zeigen. So. Elena. Da muss man auch mal zuhören. Gott, das hat mir wird gerade ein bisschen schlecht. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Das war doch klar. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Ist Ihr Vater der Owner? Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Das ist quite gut. Du marschierst nicht in Bereiche, gerannt, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Und auch das kann ich gut. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Klar. Mhm. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Okay. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Man weiß gar nicht mehr, Äpfel brauche ich nicht. Bei Äpfel, ich glaube, die geben mir irgendeinen Bonus, den kaufe ich mal. Oder die kaufe ich mal. Was ich verkaufe, Wolfszahn jetzt einmal. Sag nicht, das hast
Generell können wir noch ein bisschen was verkaufen, wenn wir schon da sind. So, Degen wieder. Das Schwert. Es war genauso, wie du sagst. Die Spielzeuge behalte ich auf jeden Fall. Alter, wir Äste habe ich bitte. Dann haben wir keinen Wert, aber trotzdem. So. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Die Bögen. Das ist noch kein Geheimnis. Die werden wir auch noch mal behalten, vorsichtshalber. Ich weiß gar nicht, warum er passt. Sich so aufregt. Der Rest, das passt einmal. So. Händler auf Onas Hof. Elena verkauft Waren auf Onas Hof. So. Ja, dann würde ich mal normal abspeichern, würde ich mal sagen. Ups, na? 40. So. Gut. Oh, Seife, den kennen wir, glaube ich, auch noch. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Mhm. Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ich weiß langsam nicht. Ja, ja, doch, aus der Kneipe, ne? Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Mhm. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Okay. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Oh. Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Kommt drauf an. Grobe Schwert brauche ich nicht. Weidenbunke brauche ich aber auch nicht. Nö, das brauche ich nicht. Okay. Wegen des Sumpfkrauts. Wegen des Sumpfkrauts. Da. Hier hast du ein paar Stängel. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. Okay. Also 10 Stängel müsst... Immerhin gebe ich dir meine Stimme... Okay, wir brauchen mehr. Wir haben einen leichten Sumpfkraut. Da haben wir schon ein bisschen was. Uns fällt genau einer. Okay. Gut. Für ein paar Stängelkraut. Seifer gibt mir seine Stimme, wenn ich ihm ein paar Stängel Sumpfkraut bringe. Okay. Das Krautpaket. Dem Söldner Seifer ist ein Paket mit Sumpfkraut abhanden gekommen. Er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Okay. Schauen wir, ob wir es bekommen. Respekt, Söldner. Das war, glaube ich, was anderes. Gell? Warte mal, was vermisst der? Krautpaket. Ist es ein Sumpfkrautpaket? Warte mal. Ich weiß langsam, das hat er doch vorher gewusst. Na, das haben wir ja in Dings gefunden. Warte mal. Wie ist denn das? Wir haben da irgendwo, das haben wir im Lagerhaus, aber in der Stadt in Korinthes gefunden, nicht hier. Wo ist denn das? Wir haben da mal so ein Paket gefunden im Lagerhaus, wo wir den Namen, die eine Wache zusammengeschlagen haben. Wo ist denn das Krautpaket? Man darf halt nicht noch mehr Ärger, kann ich nicht gebrauchen. Lange war. Hä?
Ich weiß langsam nicht mehr, was ich. Das macht mir gerade ein wenig Angst, dass ich das verkauft habe. Weil ich habe eigentlich mal gedacht, dass man das irgendwie für die Skilde noch braucht. Meine Meinung will ja keiner das nicht glauben. Er weiß ja nicht mehr, dass das alles ist. Ich hab da meine Wo ist das Radpaket hin? Und, aber ich meine, ich glaube nicht, dass das ist, was dabei. Keine Ahnung. Aber wo ist das Kartpaket hin? Das macht mir gerade wirklich Angst. Ich hoffe, das habe ich. Ich hoffe, dass ich es eben verkauft habe. Den ich wieder finde. Weil sonst haben wir ein ganz Problem. Puh, okay. Gut, Bennett. Ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Okay. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Okay. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Okay. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Torloff, den kennen wir auch noch. So. Ich nur selber. Ja. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Solange du keiner von uns bist, werde ich den Teufel tun, dir das Geheimnis der Erzwaffen zu verraten. Okay, das. Es gibt nur sehr wenige Schmiede, die es kennen. Und ich glaube, nicht mal die Schmiede in der Stadt kennen es. Und das ist auch gut so. Sonst rennen demnächst die versoffenen Stadtwachen alle mit Erzschwertern rum. Ich hoffe, der Harald kann uns da was beibringen. Man weiß gar nicht mehr. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Wo hast du das denn schon wieder her? Schmiedehammer, Pfeil, Hofstahl, das kaufen wir instant. Söldnergürtel, auch cool. Ich wär mir gut. Muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Allgemein irgendwas Händler. Bennett verkauft Schmiedezubehör. So. Gut. Hotches. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Ich bin ziemlich im Arsch. Man hört. Schwer beschäftigt, was? Man weiß gar nicht mehr. Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Ja, aber mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Schauen wir mal. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Oh, bei ihm nicht hast du was. Aber es wirklich nicht viel. Okay. Gut. So. Schnell speichern. Meine Meinung ist ja keiner nicht verdient. Was haben wir denn da Schönes? Jarvis. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Ich weiß gar nicht mehr, wer der Jarvis war. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Mhm. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Okay, also die Typen, die was vom Süden kommen, die was gegen die Orks gefightet haben, die sind den Silvio quasi unterstellt.
Und der will jetzt das Kommando übernehmen. Das, was aktuell nur der Lee hat, der also mit, eben mit Söldner zur Strafkolonie, der gekommen ist. Okay, okay, okay. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Okay, also da Lee ist da eigentlich der Bessere, der Bravere. Und der Silvio ist der, was eigentlich mehr auf Angriff geht. Hm. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Okay. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Ja, wir kennen uns ja von der Kolonie. Sicher steh auf Lees Seite. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Das ist das Übliche. Wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Mhm. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Ein paar Wäsche umgehauen. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Ich hab ein paar Wäsche vermöbelt. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens 3 von ihnen... Gut. Das machen wir natürlich mit freundlichen Grüßen. Jarvis will, dass ich ein paar von Silvios Jungs umhaue, damit ich seine Stimme kriege. Dazu muss ich mich nicht mal an die Duellregeln halten. Zu Silvios Männern zählen. Silvio, seine rechte Hand Bulko, Rod, Sentenza, Fester und Raul. Es reicht, dass ich 3 von Silvios Männern zu Boden schicke. Mit Silvio selbst sollte ich mich besser nicht anlegen. Okay. Gut. Das macht man natürlich. Söldner. Was machst du hier in meiner Küche? Entschuldige. Das riecht aber lecker hier. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Okay. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Mhm. Er stellt sich das immer so einfach. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Okay. Da? Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Scheune passt. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter.
Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Er stellt sich das immer so einfach. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst die nicht besiegen. Okay. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Okay, so, ich schätze mal nicht, dass ich mir mit denen anlegen kann. So, warum kann man die eigentlich wohl aus? Das ist irgendwie gruselig. Bauer, Bauer. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Okay. Ich glaube, es kriegt ja Angst. Hey, okay. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Wieso? Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Ich werde nicht von hier weggehen. Wir beide sollten uns nochmal unterhalten. Wir beide. Ich wüsste nicht, worüber. Okay. Ah, ich werde morgen fix und da sein. Ich würde vermuten, dass mit der wahrscheinlich dann verprügelt. So. Und gegen die habe ich sicher keinen Socken. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Nimm deine Finger weg da! Okay. Ich hab nichts genommen. Ich hab nichts genommen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Warum erfahre ich das? Gib du das zum Laden, vorsichtshalber. Gut, ja, das dauert länger als gedacht, dass wir uns da umsehen. Und deswegen. Warte mal. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Genau, ja, wir werden uns ja wahrscheinlich in der nächsten Folge uns hier nochmal weiter umsehen. Ja, wie gesagt, dauert ein bisschen länger als gedacht, aber ja, ist ja da quasi ein Lager und Anführungszeichen, dem man sich auch anschließen kann. Also ist das schon okay, wenn das sowieso ein bisschen größer ist. Und ja, schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge mal zum Lee kommen. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dieser Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Tom.